Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann. Und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Gefangen, unbekannter Ort. 8. Januar 2061, 14.30 Uhr. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Na, wie froh ich bin, dass Gideon und Co. dabei sind. Aber ob wir rauskommen, irgendwie kriegen wir das schon hin. Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster! Los! Raus aus dem verdammten Laster! Willkommen bei Atlas! Bereit zur Lieferung. Käfig öffnet sich! Die beiden, der sich zählt. Los, Bewegung! Geht in den Käfig. Die anderen, hinter die rote Linie. Der Käfig füllt sich. Hinter die Linie. Wir gehen runter nach Null. Los in den Käfig. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde von Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig! Los, raus jetzt! Bewegung! Hierher! Hierher, los! Na los! Gehen wir los! Okay, Käfig leer. In einer Reihe! Alter, immer mit der Ruhe! Los mit dem Glotzen! Wow, der haut mir eine rein, wenn ich mich umdrehe. Was glotzt du so? Cormac. Es kommen 4! Roger! Oh mein Gott! Los mit dem Glotzen! Erschießungsgräben oder was waren das? Okay, Leute, hier entlang! Holen wir auf! Das kann nicht gut sein. Das kann nicht das Ende der Kriege sein. Was sind das hier? Schluss mit dem Glotzen! Verzählen. Das ist ja der Horror. Augen geradeaus! Los, weiter! Boah, jetzt wird 1 immer verrückter. Es tut mir leid, mein Freund. Freigabe! C-Block wird verriegelt. Käfig öffnet sich. C-Block offen. Fesseln hoch. Freigabe. Sicher. C-Block wird verriegelt. Los. Ich schaffe runter. Runter. Schönen Tag noch. Oh. Wir haben 4 Dann lassen wir sie nicht durchkommen. Da kommen 4. Sicher. Was zur Hölle ist das da hinten? Und eine Spritze, ach! Du miese Drecksau. Das war nichts Gutes, was sie uns eingeflößt haben. Gefangen. Mit Cormac. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte.
Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. 2 Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Dieser Schweinepriester. Jonathan Irons. Du. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Du bist nicht wie Will. Wie geil das einfach gemacht ist. Auch wenn die Situation natürlich nicht gerade perspektivenreich aussieht. Reinigungsteam zur Krankenstation 3. 4 Subjekte müssen beseitigt werden. Wiederhole. Reinigungsteam zur Krankenstation 3. 4 Subjekte müssen beseitigt werden. Richtig so. Gideon holt uns raus. Na, das hätte sich ja der gute Irons denken können. Dass wir nicht so leicht zu übermannen sind. Stopp, Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach. Und leise sein. Entkommen Sie aus der Anlage. Was zum Teufel? Das sind all die Leichen von diesem... Oh mein Gott, das ist so mies. Das ist richtig mies. Wie die Schweine im Schlachthaus. Hängen sie da an den Säcken. Ich komme! Oh, ich geh zur Seite, sorry. Boah. Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Na, dann ziehen wir uns mal um. Hier. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen und wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Okay, wirklich nur ein Arm, weil der hat uns ja den anderen zerstört. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Nicht gut. Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Beeilung! Wird gemacht, wird gemacht. Wir haben allerdings nur einen Arm. Wir sind natürlich nicht der Beste jetzt im Moment auch, wenn wir jetzt in Kämpfe geraten. Deswegen ist es natürlich schon sehr praktisch. Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt. Zurück. Verdammt. Vielleicht oben rum. Wir finden einen Weg. Mitchell, na los. Kontakt, wieder Ruhe.
Boah, ist das mies, wenn wir nur wenig so Schuss haben. Also das ist wirklich nicht keine gute Ausgangsposition. Wir können auch nicht nachladen, erst wenn die Wumme leer ist. Nahkampfangriff ist wahrscheinlich auch eher lächerlich. Wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammter Scheiße. Der Todescounter. So, und jetzt kann ich mal die Waffe wechseln, denn die geht langsam leer. Munition wird knapp, arg knapp. Shit, jetzt hat er nichts Vernünftiges hier liegen, oder was? Ruhig bleiben, schön ruhig. Ja, wenigstens hier noch ein bisschen Muni drin. Du willst hoffentlich nicht sterben, oder? Und hier sind irgendwelche gesuchten Personen. Ach, Organharvest. Die hauen denen die Organe raus. Treffpunkt nördliche Mauer. Ilona, kommen! Was für kranke Bastarde. Ja, nochmal schön den Organhandel anfächern, oder was, jetzt hier? Boah, das ist richtig mies. Vielleicht finden wir aber da einen neuen Arm. Die Tür ist zu. Machst du mal... Sequenz gestartet. Fertig. Das ist also 1 Zukunftsvision. Er ist wahnsinnig. Damit darf er nicht durchkommen. Das ist wirklich wahnsinnig. Aber irgendwie auch fürs Spiel ziemlich freaky abstrus. Er ist krasser, als ich gedacht hätte. Aus dem Weg! Los! Und das mit Amerika, dass Amerika Kriege anfängt, das stimmt ja, da ist ja was dran. Sie kommen auf die Weste! Guter Schuss! Ich kann halt auch nicht mehr wirklich anvisieren. Das ist das Nächste, wo ich rankomme. Okay, da kommen noch mehr. Und ich habe kaum noch Muni. Es muss fast jeder Treffer sitzen. Jetzt kann ich nicht mehr hier rumballern wie so ein Heini. Kein Kontakt. Ich sehe Aktivität. Guter Schuss. Dankeschön, mein Freund. So. Das wäre auch Geschichte. Und da muss ich näher ran. Und wenn ich laden muss, soll ich mir eine neue Waffe nehmen. Shit, das kann nicht wahr sein. Munition prüfen! Ja, Munition sieht nicht gut aus, mein Lieber. Waffe auf 3 Uhr! Wir haben auch keine Granaten, oder? Nee, wir haben gar nichts da, leider Gottes. Halt durch, Mitchell! Und der hat auch nichts. Hast du was? Nee. Entdeckung! Er hat nichts. Kontakt, 5 Uhr! Ja, wenigstens haben wir hier ein paar Schuss drin. Eine Pistole finde ich gar nicht so schlecht in dieser Situation. Oh, jetzt wird's aber richtig eng. Wir schaffen das auf jeden Fall, Gideon, aber... Ich habe leichte Munitionsprobleme gerade am Start. So, da sind 38 Schuss drin, zum Glück. Munition prüfen! Ich muss die letzten Schuss verwenden. Dafür Blendgranate! Den haben wir auch erledigt. Und dahinter hängt noch einer. 12 Uhr. Dahinter hängt noch einer. Irgendwo dahinter. Ich glaube, den haben wir auch. Komm, jetzt gib uns irgendeine Wumme. Die haben hier alle nur diese beschissene Pistole. Kontakt. 12 Uhr. Was? Jetzt wollte ich mal einen Nahkampfangriff versuchen und dann so einen Schabernack. Ich hatte doch gerade eben noch das Messer. Oh Gott. Ich bin geballert hier gerade. Boah. Oh, da bin ich aber auch direkt wieder in der Situation, äußerst praktisch. MP, auf 12 Uhr! Na, das geht jetzt aber richtig. Ich hab ihn im Visier. Oh. Munition da! Da bin ich aber auch wieder an der richtigen Stelle. So, jetzt erstmal ein bisschen zurückziehen. Erstmal ein bisschen, ja, durchatmen. Oh, man sieht die auch kaum. Shit! Nicht gut. Jetzt habe ich nur noch ein Messerchen.
Braucht dringend echt andere Waffen. 46 Schuss, das ist genau mein Fall. So, nochmal schön rein hier. Oh, ist das gottverdammt schwer, wenn man nicht richtig ranzoomen kann. Und immer schön an den Exo denken. Und an meine Fähigkeiten. Warum hat der eigentlich Granaten? Ich habe keine. Ich habe keinerlei Granaten gesehen, bekommen oder irgendwas. Waffe auf 12 Uhr! So, hier nochmal 33 Schuss drin. So, gehen wir nochmal hier drauf. Wir haben ja nicht so viel Muni und gerade sind es noch ein paar viele Feinde. Waffe auf 12 Uhr! Na, steck dein Köpfchen nochmal raus, halt du durch, Sack. Mitchell. Ich bin dabei, durchzuhalten, aber langsam wird's echt hier brisant. Brisant und gefährlich. Schnell, nächste Waffe. MP auf 6. Boah, es hat gerade so gereicht. Wir müssen weiter. 48 Schuss trennen uns. Auf den scheiß Boden! Vom Feind. Runter jetzt! Oh mein Gott! Ach du Heilige. Du, keine verschissene Bewegung. Zurück, Ruder, ich schieße. Na los, zur Tür! Nicht gut. Nicht clever. Antikorps-Abschüsse. Woher? Atlas Kommandozentrale. In der Stadt. Die Luke. Na los. Jetzt aber Dani. Rein da. Wo zum Teufel sind wir? Das klingt nicht gut. Alter Schwede! Nicht gut! Wir Gar müssen raus! Da! Oh, das ist mein Brutzel nicht zu. Unter dem Wagen! Mitchell, hilf mir! Wir müssen den Wagen anschieben! Los, schieben! Ich drücke, was Zeug hält! So, jetzt runter hier bitte! Ich würde mich gerne verabschieden, wenn das so gut für dich ist. Noch mehr schieben, noch mehr schieben! Wie weit denn noch schieben? Hier durch! Mach das Ding auf, wir werden sonst gebraten. Hui. Oh, hier ist es aber auch nicht gerade frisch. Komm schon, Mann. Ich hoffe, ich schaff das. Gib mir deine Scheiße. Hand, Gideon. Mitchell! Oh nein. Hab dich. Was war denn da los? Ich hab nicht geschossen. Das war knapp. Ich war's nicht. Kaum noch was. Sonnenlicht. Wir sind fast draußen. Wir müssen den Manticore-Start melden. Gideon, hier ist die Lona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac, geht's nicht gut. Hier durch. Hinter dieser Tür wartet uns ein Kampf. Ach, schön, dass du es jetzt sagst. Die Waffen sind viel zu schwach. Ich brauche eine andere Wumme. Waffe auf 12 Uhr! Warum haben diese gottverdammten Kanonen nur diesen normalen 45er Atlas-Dinger da? Das ist doch scheiße. Danke für die Rettung. Gerne, Gideon. Oh Gott, jetzt kommen wir noch Verstärkte. Ja, das ist ja perfekt. Munition da! Munition ist gerade leer. Nichts Munition da. MP auf 12 Uhr! Oh, sehr schön. 42 und... Nehmen wir die doch mal mit. Ein schöner 50er. Ach, der bedankt sich aber heute häufig, der Gideon. Ist ein ganz lieber Kerl eigentlich, scheinbar. Puh, der war richtig eng. Da war noch einer. Ich kann halt auch einfach nicht mehr verdammt anvisieren. So, was hat der denn hier Schönes? 52 Schuss.
in der Tube. Eine von links! Er ist getroffen! Hab dich, Mitchell! Das dürfte reichen. Ich glaube, wir haben sie alle erledigt. Oh, nicht so eine Scheißwumme, bitte. Ja, 42 Schuss. Ich denke, mit 42 Schuss kann man leben. Ich will wieder meinen zweiten Arm. Sieh dir das an. So bin ich echt arm dran. Hier ist genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Cormac finden. Na los. Oh, shit. Das kann ja echt übel enden. Right. Gehen wir! Los! Los, zum Heli! Ich renne. Ich brenne jetzt einfach durch. Komm. Ich zieh jetzt einfach richtig durch. Und ab reiner. Ich würde sagen, wir machen Abflug, alle Stationen, hier ist Sentinel 2-1. Hört mich jemand? Versteht mich jemand? 2-1 hier, Kingpin. Wir hören. Dachte schon, wir hätten sie verloren. 1 plant Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten 2 Stunden. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Dampf! Festhalten! Wow!